Francis. Francis Cummings. Chief Van Gogh. Van Gogh. So wie der Maler. Die Kunst ist eben unser Geschäft. Sie malen also auch? Dafür habe ich kein Talent. Sagen wir, ich habe schon immer eher die lukrative Seite bewundert. Ich mag eben schöne Dinge. Das führt Sie also zu mir. Sagt Ihnen der Name Carson Gillard etwas? Sagen Sie, für wen halten Sie mich eigentlich? Für einen Mann, der gute Arbeit leistet. Ich glaube wohl eher für einen Lebensmüden. Und ich dachte, Sie wüssten eine fette Belohnung zu schätzen. Wie fett? Fetter als Carson Gellert. Möchten Sie auch ein? Ich dachte schon, Sie fragen wie. Wenn ich mich hier so umschaue, muss ich zugeben, dass Sie auch ein Händchen für Kunst haben. Besonders das Bild dort drüben ist wirklich schön. Darf ich fragen, woher Sie das haben? Wie sind Sie überhaupt an einen solchen Gauner geraten? Es gibt da dieses berühmte Bild, was zufällig in meinem Besitz geraten ist. Und ganz vielleicht hat es Carson Gellert gehört. Und das bereitet Ihnen solche Sorgen? Ich will einfach nur wissen, was er im Schilde führt. Möchten Sie auch einen? Danke, ich habe meine eigenen. Wie ungeschickt von mir. Das macht doch nichts. Hier, lassen Sie mich helfen. Nein, entschuldigen Sie mich. Ich werde best auf die Toilette gehen. Ist alles in Ordnung? Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden da schon heile wieder rauskommen. Wissen Sie, auch die schönsten Dinge haben irgendwann ein Verfallsdatum.
Nicht schlecht. Danke, Boss. Auf dich und deine gute Arbeit. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich hier so meine Zweifel. Aber du hast mich mal wieder vom Gegenteil überzeugt. Francis. Was soll denn, Miss Francis?